Bei mir steht jetzt Clublegende Manuel Natusa, 10 Jahre in Salzburg, sehr oft Meister mit Red Bull Salzburg geworden, wenn ich richtig mitzähle, 5-mal. Ist das richtig? 4-mal. 4-mal, okay. Für mich hat es sich angefühlt wie 5-mal. Und morgen ist ein ganz besonderer Tag für dich. Dein Trikot mit der Nummer 15 kommt und das Hallendach wird nicht mehr vergeben. Eine ganz besondere Ehre und eine Wertschätzung, vielleicht die höchste, die einem Eishockey-Profi zugute kommt. Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher ein spezieller Tag für mich. Und wenn ich das so Revue passieren lasse, dass wenn man als kleines Kind beginnt zum Eishockey spielen, erwartet man sich solche Sachen nicht, weil man den Sport einfach aus Liebe und Leidenschaft macht und dann natürlich auch zum Profi wird und nach Erfolgen strebt und Meister werden will. Und ja, ich bin dankbar, dass mir der Verein diese Wertschätzung entgegenbringt und bin schon gespannt, was morgen für Abend wird. Wie fühlt sich ein Blick auf diese 10 Saisonen mit einem gewissen Abstand wie heute an? Ja, schön. Und der Abstand ist, glaube ich, gut, dass man das alles begreift, was man hat. Weil wenn man Spieler, Profi ist, lebt man quasi in seiner Blase und lebt von Spiel zu Spiel und von Training zu Training und hat einen gewissen Ehrgeiz und einen gewissen Druck. Aber es sind nur positive Sachen. Die Erfahrungen mit meinen Mannschaftskameraden, die Erfahrungen mit Siegen, mit Niederlagen, die ganzen Reisen, sei es Nationalteam, sei es mit dem Verein gewesen. Ja, einfach nur positive Erfahrungen und ich glaube, dass mir das als Mensch geprägt hat. Derzeit bist du ebenfalls noch im Club tätig, allerdings als U18-Coach. Wie ist dieser Rollenwechsel? Ich bin glücklich, dass ich nach meiner aktiven Karriere gleich den Sprung zum Trainer machen habe können, weil dann nicht quasi irgendwie so ein Loch bleibt. Der Sprung war recht gut und ja, ich kann einfach die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und Eindrücke, die ich mitbekommen habe als Spieler, den Jungs versuchen weiterzugeben und denen auch helfen und ihnen Tipps geben und ja, im mentalen Bereich auch sicher denen einen gewissen Vorsprung zu verschaffen, aber es macht Spaß, ich kann mit Menschen arbeiten und ich glaube, das ist das Schönste, was man im Leben machen kann und dass man im Sport bleibt, den man sein ganzes Leben lang gemacht hat. Brennen die Jungs genauso wie der alte Manuel Natusa? Ja, muss ich schon sagen. Manchmal sind es vielleicht ein bisschen, nein, nicht jähzornig ist das falsche Wort, aber dann zu schnell den Erfolg haben und nicht die lange Entwicklung sehen, aber nein, jeder ist begeistert und jeder mag Eishockey spielen und jeder natürlich den Traum, dass er Eishockey-Profi wird und dass er diese Chance nutzen kann in der Akademie. Versteht, glaube ich, jeder. Alle Möglichkeiten zum Trainieren und zum Eishockey spielen sind dort Voraussetzung, aber ja, jeder ist auf einem guten Weg und es wird schon was. Kapitän Thomas Raffl, du gehst in deine 12. Saison mit Salzburg. Wie brennt da noch das Feuer? Wie im ersten Jahr. Ich glaube, da ändert sich nichts dran. Ich bin einfach mit so viel Leidenschaft dabei und es ist einfach eine Lebenserfüllung. Es ist mein Lebenswerk. Ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben dem Eishockey gewidmet und ich glaube einfach, jetzt ist es einfach nicht an der Zeit aufzuhören. Es ist an der Zeit weiterzumachen. Es ist jeden Tag was Schönes, mit 21 anderen Jungs in der Kabine zu sitzen, die diesen Hunger ausstrahlen und wir gehen heuer mit sehr hohen Erwartungen wieder in die Saison. Salzburg geht jedes Jahr mit hohen Erwartungen in die Saison, aber nicht immer gelingt so eine Traumsaison wie im Vorjahr. Zum ersten Mal mit 12 gewonnenen Playoff-Spielen von 12 Spielen, also ohne Niederlage Meister geworden. Kann man so eine Saison überhaupt noch toppen? Naja, speziell diese Playoff-Serie mit 12 aus 12, das ist natürlich, da gehört sehr viel dazu. Da ist es nicht mal nur sportliches Können, da muss einfach alles passen. Und ich glaube, von letzter Saison, wenn man auf die Saison zurückblickt, ja, sind so viele Sachen passiert, wo wir als Mannschaft einfach durchkämpfen haben müssen, wo wir uns als Mannschaft steigern haben müssen, dass wir das, aus dem sie ja sehr viel gelernt haben. Und das werden wir versuchen, einfach heuer wieder auf die Mannschaft umzusetzen und dann hoffen wir auf das Beste.